Der Passi mit einem 7er. Moin, ich würde dir und dem Chat gerne zeigen, wie ich nur mit dem Mund Warzone zocke. Kann meine Arme nicht bewegen. Also, wenn du Bock hast, sag Bescheid. Ansonsten chilligen Stream dir noch. Kuss, kuss, kuss. Ey, der Passi, erstmal danke für 7 Euro. Das finde ich jetzt gerade schon eine ziemliche Weird-Champ-Ansage von dir. Aber schick doch gerne ein Video rüber, wo du es einfach mal zeigst, Digga. Sehr, sehr gerne. Boy, fühl mich wieder weg oder Schule und nicht mehr wie ein Piss oder wieder sein Test versäumt. Ah, warte mal, der Passi hat nochmal einen Dreier rausgehasselt, hat das Video geschickt, wo er anscheinend mit dem Mund COD spielt. Das muss ich jetzt erstmal kurz abchecken, ob das legit ist. So. Okay, tatsächlich spielt er wirklich mit dem Mund COD. Komm mal rein da. Ja, okay, der nimmt die Boys einfach hops, Digga, mit dem Mund. Weil jetzt kriegst du halt Leute, die sind genauso gut wie du und das klingt halt so. Alter! Down. Die wird eigentlich nur noch ein cooler. Da sind wir doch nicht gleich gleich reingekommen. Hm, noch nicht mehr. Ja, und hier sieht man, er spielt sogar mit Mund besser Double Deagle als ich mit normaler Maus und Tastatur. Ja. Hits up von mir auf von hinten. Wie schnell noch ein Loch. Alter, guck mal hier, wie er spielt, Digga. Voll verschickt. Einfach hops. Och Gott, Alter! Wir schaffen den Loading nicht, ne? Halt, Alter, Junge! Hat er einen erzählt, oder so abgehauen? Ah. Low. Nice. Kommen die anderen hinterher? Natürlich, ey, nein. Deine Tür. Ja, schade. Ach man, ey, Alter. Ich hab einfach nicht gestorben. Ey, Bro, ohne Witz. Respekt. Respekt aus tiefstem Herzen. Erstmal richtig nice, dass du trotzdem, was auch immer vorgefallen ist, ich weiß es nicht, aber dass du dich nicht unterkriegen lässt, Digga. Und einfach trotzdem den Jungs in COD zeigst, wer am längeren Hebel sitzt, Alter. Richtig, richtig nice. Ganz abgesehen davon, Digga, nice place. No shit, Alter. Respekt. Respekt vom tiefsten Herzen. Ehre, Digga. Richtig geil, Mann. Richtig, richtig geil. Heftiger Typ. Ohne Spaß. Der Passi, Grüße gehen raus an dich. Heftig, Alter. Ohne Spaß. Hätte ich nicht gedacht, dass man... Also ich meine ganz ehrlich, die Snipes waren schon nicht schlecht. Muss man ihm ehrlich sagen, Digga. Die waren besser als meine auf jeden Fall. Ja. Ohne Spaß, krass. Heftig, Mann. Alter, mich schickt es gerade hart, dass er einfach mit seinem Mund spielt. Und dann auch noch gut, Digga. Der Passi mit einem 5er, wenn du Lust hast, können wir ja kurz quatschen. Das ist der von vorhin, der mit dem Mund COD zockt. Ey, Digga. Passi, wenn du Bock hast, können wir nachher in eine Runde Trios gehen mit Maxi zusammen. Also ich wäre auf jeden Fall am Start. Ich wäre safe am Start, Digga. Drinne. Jungs! Yo! Es geht! Alter! Sind wir am Start oder was? Gesunder Tüte. Sorry. Junge. Ich bin übrigens auch live. Ich hoffe, das ist okay, wenn dich Leute sehen jetzt so. Natürlich. Das ist zwar ein bisschen ungewohnt für mich jetzt, vor ja. So vielen Leuten zu reden, aber sehr gerne. Klar. Ja, nee, ist okay. Warte, ich habe auch ganze 2 Zuschauer. Dementsprechend bist du natürlich jetzt schon auch am Zittern, oder? Ja, das ist tatsächlich ein wenig unangenehm gerade für mich. Weiß ich ehrlich gesagt gerade nicht, wie ich mich verhalten soll.
Ja, ich kann den Stream sonst auch gleich ausmachen, dann, damit wir einfach so ein bisschen unter uns sind. Ja, sehr, sehr gerne. Hey, Patti, erzähl mal ein bisschen. Erzähl mal ein bisschen, was geht. Ja, ich nicht. Also, da fing's ja an. Also. Ja, das war jetzt vielleicht die falsche Frage. Nee, ach, Digi, ist alles gut. Nee, also, pass auf. Ich sitze im Rollstuhl, bin hochgelähmt. Das heißt, ab Hals abwärts ist nicht mehr ganz so viel Musik im Körper. Und okay, wie ist es, also wie ist es passiert? Ist es, ich bin auf den Baum geklettert und runtergefallen. Das hört sich dumm an, ist aber tatsächlich so passiert. Also, okay. Ja, aus 8,5 Metern chillig. 8,5 Meter? Was war das für ein Baum, Alter? Stimmt, ich ganz selten. Also ich habe hier in meiner Nachbarschaft auch nur Bonsai-Wälder. So ein 8,5 Meter Baum ist schon, gibt's nicht so oft. Wie bist du dazu gekommen, auf den drauf zu klettern? Bock. Also ich bin halt früher einfach viel geklettert, weil ich da Lust zu hatte. Und ja, dann am Ende doch nicht mehr. Also als allererstes mal, Digga, muss ich dir ehrlich sagen, ich feier's, dass du guten Humor hast und damit mit der Sache auch gut umgehst. Weil man weiß ja auch immer nicht, wie man sich so jetzt als Außenstehender mit so einer Situation verhalten soll, weißt du, ich meine? Weil ich meine, dann, wenn du jetzt, ich komme halt rein und sagst so, jo, was geht? Und du sagst halt, ja, bei mir halt nicht mehr viel oder sowas in die Richtung, dann ist es natürlich schon mal für mich ein Zeichen davon, dass du auf jeden Fall einen guten Humor hast, was auf jeden Fall wichtig ist. Weil, ja, ich glaube, mit so einer Situation, du kannst bestimmt gleich noch ein bisschen mehr dazu sagen, wie wichtig es, glaube ich, ist, dass man in so einer Situation und vor allem mit so einer Art von, so eine Art von Schicksal, wie man damit am besten umgeht, ohne da jetzt, sag ich mal, jeden Tag schlechte Laune zu schieben. Und ich glaube, da ist, ich weiß jetzt nicht, wie du das siehst, aber ich glaube, da ist so das Thema Humor schon ein ziemlich großer, so ein ziemlich großer Punkt, oder? Ja, natürlich. Ja, dann ich guck mir kurz das Video an, okay? Ja, ich bin leise. Ich mute mich kurz. Bin gleich da, okay? Ey, Digga! Ja? Wie kannst du so krass aimen? Wie geht das, ja? Wie kannst du so krass aimen? Wie kann Maxi so krass aimen? So. Also ich kann ehrlich gesagt jetzt nicht so krass aimen, aber... Ich hab den Stream gesehen hier, wo du den einen Typen mit der MP7 massiert hast, sag ich mal. Und du hast den auch, glaube ich, irgendwie 20-2 weggemacht. Ja, der war ja auch scheiße. geil. Ja, da habe ich schon überlegt, ob ich mich da mal bewerbe, einfach nur für die Lustigkeit des Ganzen. Ja, wir können gerne 101 machen. Ich spiele mit einer Gesundheit, du mit 250. Jo. Er ist halt einfach dieses andere abgehoben. Ich glaub's ja nicht. Ey. Ach nee, okay, bist du normales 1v1? Nee, das, ich will gar kein 1v1. Ja, ich, also, okay. Ja, ich will dich ja nicht schlecht dastehen lassen, so. Verständlich. Aha, okay. Ja, ich verstehe den Lacher jetzt gerade nicht. Wir können gerne 1v1 machen. Aber wir werden mal sehen, wo das endet. Und wir können auch gerne einfach eine Runde Warzone spielen, Digga. Ja, wir können auch eine Runde Warzone spielen und werden sehen, wie das endet. Du hast also 4000 Cash hast du immer dabei, ja? Also die solltest lieber du dabei haben, mein Freund. Ah, gut. Okay, Freunde, ihr werdet jetzt sehen, wie Passi live in Warzone die Jungs alle mit dem Mund auseinander nimmt. Das hört sich ganz falsch an. Das hört sich echt falsch an. Durch seine aktiven Lippenskills mit Pusten und Saugen, ja. Toll. Nee, absolut. Ich freue mich. Ich hab noch eine Frage, die ich dir gern stellen würde. Ich weiß nur nicht, ob es vielleicht noch zu früh ist, die zu stellen. Also 69. Perfekt. Oder was war die Frage? Ja, genau, genau darauf soll es hinauslaufen. Hä? Ja, sorry. Ich habe jetzt gar nicht... Ja, es ist auf jeden Fall eine Frage, die mit Sex zu tun hat. Okay. Und mich... Also, wärst du bereit, jetzt drüber zu reden, oder wäre das eher unangenehm für dich? Also, ich kann nicht... Mittwoch habe ich Zeit, wieso?
Was wäre auf jeden Fall noch eine lustige Runde, habe ich das Gefühl. Was wäre denn die Frage, um mal so zu fragen? Die Frage wäre, kannst du übers Ohr kommen? Schmeiß über ASMR und so, Quatsch. Ja. Nee, da bin ich nicht so empfänglich wie du. Ja, schade. Aber gibt's da irgendwelche anderen, sag ich mal? Nee, also ich habe jetzt noch nichts irgendwie rausgefunden, tatsächlich. So, wo droppen wir? Train Station, oder? Perfekt. Was für eine KD hast du? Ich? Ja. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Du? Ja. Lass uns doch nicht über KDs gehen. Dann lass uns doch lieber über ASMR. Jungs, ich bin gleich bei der Lupe. Wir haben fast genug Boys. Oh, und wir müssen. Die Zone kommt schon, Jungs. Die Zone kommt. Ja, hier ist doch ein Auto, Mann. Ja, wir müssen er hat schon geholt. Oh. Adel, der Pfeifer mit IQ-Boss. Der Pfeifer mit IQ-Boss. Ich bin drin, wir können los. Der vorausschauende Boss. Ja, was denn? Fahren kann ich mir hier aus. Ah, fuck. Oh, Mist. Ich wollte noch meine scheiß Uhr ändern. Ich habe diese blöde orangene Uhr, wo die ganze Zeit diese Fliegedinger umzuschwirren, die einem voll auf den Sack gehen. Jedes Mal muss ich die ausmachen. Check weapons and gear. We're holding yep. Deployment. Ja. diese Stille hat's einfach so perfekt gemacht. X264 ist Prozessor, ne? X264 ist Prozessor. Ja. Und NVENC ist... Die Grafikkarte. Richtig. Right. Da läuft ja, die Grafikkarte! Dann läuft es über die CUDA-Kerne. So, ein geiles Produkt, du. Nee, du musst es mit mehr Elan sagen, weißt du? Ja, ich weiß, ich hab's doch jetzt gerade so gesagt. Ja, warte, dann mach's einmal richtig. So, ein geiles Produkt! Nein, das ist schon mal nicht schlecht, aber es muss mehr noch von der Seele kommen. Guck mal, du musst dir überlegen, da ist gerade jemand vor dir und der muss dieses Produkt unbedingt erwerben. Er muss vielleicht auch einfach so ein bisschen langziehen, weißt du so. So! Ein geiles Produkt! Aber dieses geil musst du nicht geiles, sondern du musst geiles! So musst du das sagen. Ah, okay, warte. Geiles! Nein, viel mehr Gefühl, du musst mehr Gefühl rein. Ja, Junge, Alter. Viel mehr über die Nase reden. Ja, ey, ich bin querschnittsgelähmt, ich hab nicht so viel Gefühl. Oh, bester Mann. Ich verstehe die Lache nicht hier jetzt gerade. More code donated 200 bits. Noch ein 20er, wenn ihr 5 Minuten überlebt. I think this is to you, man. If you survive for 5 minutes, he's gonna donate another 20 euro, but I'm gonna tell you something, Marco. What about that? You don't donate the 20 euro on my channel, you're gonna donate it on his channel, man. That would be nice, man. Would you guys like to land the superstore? Ah, superstore. So you don't want to want me to get 20 euros, right? Perfect. Yeah, thanks. Thanks. No, it's absolutely okay. Thanks. Ja, also, Bock hast oder wenn das nochmal möglich ist, dann können wir gerne nochmal wieder zocken. Nee, Digga, hab ich keinen Bock drauf. Nee, wir können gerne nochmal zocken, Digga. Dann noch das besagte 1v1. Wo ich dann am Ende eine geile Gaming-Tastatur und Maus kriege, bitte. Und ein nice Gaming-Stuhl, Digga. Ja, bitte. Aber hast du dir mal überlegt, dir einen Städtisch zuzulegen? Ja, tatsächlich. Ah, nice. Ja, funktioniert auch super. Ich hab schon wieder eine extrem beschissene FPS-Zahl, Digga. So, jetzt will ich mal ganz kurz wissen, wieso sorry. Ja, ich kann ja nicht einfach Missgeburt sagen. Wieso nicht? Warum nicht? Ja, ich meine, das ist ja schon sehr beleidigend, Digga. Wem gegenüber?
Hä? Was meinst du gerade? Bist du gerade im Tunnel? So, ist schwieriger. Bist du du warst gerade weg. Du warst gerade weg, ne? Du bist gerade abgehakt. Ja, du bist gerade echt. Du. Ich hab euch von hier drüben gerade nicht verstanden. Okay. Ah, so. Ja, nee, okay. Hattest du so eine Missgeburtenverbindung einfach gerade, oder? Alter, sag mal, Jungs. Verbindung ist gerade ganz schlecht. Willst du die echt so jetzt pushen? Warum ist er nicht down? Hä? Bro! Warum ist er nicht down, Digga? Nein. Es macht keinen Sinn. Ich gebe ihm 4 Hits mit der Shotgun und er ist nicht tot. Da wollte ich mit der Shotgun reingeben. Ah, der ist hier. Lul. Mann, das ist für dich. Oh lol, hier direkt in die Ecke. Ah, ja, fuck. Scheiße, Mist, Alter. Immer zu spät. Als ob man hier nicht hochkommt. Oh nein, er hat mich gesniped, aber von wo? Als ob du mir den Scope zockst, hä? Hey, natürlich. Warum denn nicht? Verstehe ich nicht. Ganz normaler Montag. Ich wollte gerade sagen. Ich würd's krass fänden, würdest du jetzt ein paar Leute snipen, Alter. Ja, ich auch. Oh, hinter dir Auto, links von dir. Ja, scheiße. Der hat dich wahrscheinlich schon gesehen. Haha. Nee, doch nicht. Noch eins. Oh, hätte er den gekriegt. Er fährt rückwärts, das ist Lazo. Links. Ah, lol. Ah, oh mein Gott. Sorry. Ich hab überhaupt nicht gecheckt. Ja gut, waren aber auch nur 3 Leute, also wäre auf jeden Fall schlecht geworden. Ja, jetzt hättest du einen wegwichsen können. Hä? Ja. Triple Collateral. So, Boys, ich geh jetzt ins Horror-Game. Oha. Si, Patrick. Gegen die Müdigkeit, oder was? Ja! Ah! Eigentlich würde ich ja noch einen Kaffee trinken, Digga, aber dann sterbe ich, glaube ich. Dann kann ich gar nicht mehr schlafen heute. Okay, Boys, dann hören wir uns morgen, ja? Alles klar. Maxi und Konsorten, seid ihr noch für ein Game offen, oder? Ja, klar. Ey, war richtig geil mit dir, ohne Witz, Mann. Hat voll Bock gemacht. Auf jeden Fall, also selber. Wie bitte? Selber. Ja, selber. Ey, war nice, Alter, ohne Witz, Mann. Kuss geht raus. Hau rein, Bro, wir hören uns. Jojo, alles klar. Bis dann. Ciao.